Ich hab schon wieder alles vergessen. Das wird was. Ich wollte noch mal sehen. Ich kann jetzt eigentlich diese... mein Monster rufen, oder? Und was konnte ich denn... da. Habe ich das noch nicht gekauft? Doch, freigeschaltet. Beschwöre eine Bestie aus den Schatten, um ein Ziel aus der irdischen Welt zu reißen und eine Binde freigeschaltet. Okay, wie mache ich das nochmal? Toll, steht nicht da. Prima! Okay. Der läuft hin und her, wenn die gelabert haben, laufen die hin und her. Der Bogenschütze, der macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den wegkriege und ich würde gerne meine Bestie rufen, aber kein Schimmer, wie das geht. Ich würde echt gerne wissen, wie das funktioniert. So ein Rotz, wie mache ich denn das nochmal? Mein Kunai möchte ich nicht mal. Ach so, der ist schon markiert, okay. Ja, markiere ich lieber den. Wen bringe ich denn am besten als erstes um? Andere Frage, wie viel kann ich markieren? So viel ich will? Ist ja auch gut zu wissen. Er sieht mich doch. Kleinen Moment. So. Da wären wir wieder. Ich habe immer noch kein humanes Mittel gefunden, hier durchzukommen. Das nervt ganz dezent ein bisschen. Und ich würde so gerne meine Schattengestalt mal ausprobieren. Also die Monster, die ich mir freigeschaltet habe. Ich weiß noch nicht genau wie. So. Ich hab's gerade gesehen. Die beiden hampeln hier noch rum. Und der Bogenschütze muss weg. Wenn der sich umdreht, bringe ich erstmal den hier um. Ne, erst den Bogenschützen. Der muss weg. Ja. Komm schon. Scheiße. Das war knapp. So.
So, jetzt aber. Ach, das nervt. Ich bin verborgen. Der da kommt wieder von seiner Rundgang. Ich könnte einen Kunai schmeißen, aber ich möchte einmal mein Monster sehen. Das habe ich mir extra freigeschaltet. Das war nicht billig, das Gedöns. Ich habe überhaupt meine Schattentötung nicht gesehen, weil ich so Panik hatte, weil der mich die ganze Zeit angeguckt hat. Ja, super, das muss ich jetzt gleich nochmal machen. Verdammt, ich habe nichts gesehen. So. Andere Frage, der schleicht hier noch rum. Den kriege ich von da drüben, aber... Wir schleichen hier noch rum. Der schleicht rum. Mist, ich komme nicht so weit. Und tschüss. Das nenne ich doch mal Entsorgung. Wahnsinn, sieht das geil aus. Oh, scheiße, da ist noch so ein... Das ist ein Bogenfuzzi, auf den muss ich aufpassen. Zwei rennen hier noch rum. Der hier, auf den muss ich noch aufpassen? Das ist mir zu riskant. Ich gehe von der anderen Seite rum. Es ist hier einfach viel zu hell. Und ich brauche unbedingt mehr Energie zum Hin- und Herhoppeln. Das ist echt wenig. Da sind zwei. Wenn ich meinen Kunai schmeiße, dürfte er mich nicht sehen. Da ist einer. Hier irgendwie was? Schauen wir uns mal um. Ich höre hier irgendwelche Mäuse die ganze Zeit. Sieht gut aus. Der muss weg. Der muss auf jeden Fall weg. Wenn ich einen Kunai schmeiße, hört er es? Hört der Knabe das? Kein Drache war das jetzt gerade. Ich dachte, es gibt nur Schlangen, aber nein, es gibt auch einen Drachen. Das sieht so cool aus. Hier oben rennt keiner mehr rum, das ist positiv. Scheiße. Das ist echt cool, die verschwinden dann immer gleich. So. Läuft jetzt hier noch irgendein Hampel rum? Dann werde ich nämlich ein bisschen böse. Sieht gut aus. Ich möchte nur gucken, ob ich hier nicht irgendwo eine Schriftrolle verpasst habe. Jetzt kann ich mich ja in Roma ein bisschen umgucken, wenn hier nicht so viele Leute rumhampeln. So, hier war nichts. Hier oben war, glaube ich, auch nichts. Nein. Und dadurch. Hier hoch.
Den habe ich gerade gekillt. Das sind nur Kisten. Hundertprozentig ist hier irgendwas, kannst du mir noch nicht erzählen. Dass hier gar nichts versteckt sein soll. Er speichert, das ist positiv. Da unten steht einer. Ich möchte. Da hinten läuft einer. WTF, wo bist du? War doch gerade einer. Nicht normal, ich kann mir noch nicht alles merken. Ach, halt die Klappe. Nein! Ach komm! Wenn mich da hier nachher auffliegen lässt, dann werde ich zum Hirsch. Hast du nicht? Leck mich doch. Das machen wir jetzt einfach noch 40.000 Millionen Mal, dann haben wir es irgendwann geschafft. Wie soll ich bitte die beiden in dem Haus umnieten? Es geht mir ja gar nicht darum, das Missionsziel zu schaffen. Ich möchte ja nur alle umbringen. Warum bewegst du dich? Andere Frage, wer bist du? Der war vorhin nicht da. Alter, verpiss dich. Denn der Spacko her? Komme ich hier irgendwie runter? Sind das Schatten? Toll. Funktioniert doch. Wow, ey. Hätte ich nicht gedacht. Schönes Bild. Immer noch. Hätte ich nicht gedacht, dass das hinklappt. Ja, willst du immer noch Hilfe rufen? Das habe ich eingesammelt.
Die sind jetzt alle tot. Oh mein Gott! Was zur Hölle ist das denn hier alles? Der muss... Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Kommt der hierher? Ja. Zwei. Ich schaffe keine zwei. Jedenfalls nicht mit den Sachen, die ich jetzt noch da habe. Sag mal, geht's noch tiefer? Wo zur Hölle bin ich hier? Scheiße. Warte mal. Wie kann ich den Knaben nochmal holen? Ja, wie mache ich denn das nochmal? Kuroso, wie kann ich ihn nochmal rufen? So nicht. Das ist... Ich hab's vergessen. Nein. 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 Ach Mist, wie rufe ich denn den nochmal? Ich weiß nämlich jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich lang gehen muss. Zur Hölle. Ich will hier nicht sein. Sieht voll eklig aus. Schön. Da war gar nichts. Toll. Ist das nicht mal eine Schriftrolle oder sowas? Toll. Schick. Wenn ich den umbringe, sehen die mich. Es ist irgendeine Abkürzung, damit ich den Bogenschützen kalt machen kann, aber wie mache ich die beiden Dicken da vorne denn kalt? Ist das gleiche Problem? Schön, wir haben gespeichert. Finde ich positiv. So, jetzt holen wir uns erstmal hier unseren Schrein. Damit ich wieder ein paar Kunais habe. Machen wir die dumme Kugel hier kaputt. Das Teil ist zerstört. Lass die Brücke herab. Ja, genau. Dumm ich auch. Da unten rennt einer rum. Ich bräuchte einen Pfeil und Bogen. Da ist einer. Da ist einer. Kann der Bogenschütze so weit sehen? Ich muss die beiden da unten kalt machen und dann kann ich unten runterlaufen und kann den Bogenschützen erledigen. Das ist absolut kein Spaziergang. So. Da raus. Wie schnell kann ich meine Kunai schmeißen? Reicht das, wenn ich die beiden mit Kunais umbringe? Der bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht. Der da. Der muss weg. Der hier. Wart mal.
vorher mal markieren soll, ne? Die Beine nicht weg verschwinden lassen. Vielleicht kann ich nochmal den Schrein aktivieren. Stopp, der Schrein war hier oben. Kann ich nochmal? Darf ich nochmal? Anscheinend nicht. Oh, da, da. Super. Kann ich nicht. Dann muss ich den Bogenschützen jetzt killen. Mit diesem Drachengedöns, damit ich wieder einen Kunai habe. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, genau. Krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht hin. Da ist doch der. Sieht der mich? Der da? Okay. Drei Typen noch. Ey, das ist wirklich anstrengend. Fuck, das war nicht gut. Dass ich noch den hier unten verschwinden, dann gucke ich mich nochmal um und dann lasse ich die dumme Brücke runter. Zwei habe ich gefunden, zwei Schriftrollen. Oh, die waren auch echt bescheiden versteckt. So, jetzt gehen wir hier hoch. Die irgendwie runterlassen. Dann lassen wir die runter. So. Verlasse den Bereich, ja. Hätte ich nichts dagegen. Aber ich würde mich irgendwie sicherer fühlen, wenn ich wieder meine Kunai hätte. Hört noch nicht auf. Wir sind noch nicht durch. Wahnsinn! Längste Level Design ever. Oder sind wir jetzt endlich durch? Bin ich frei? Oh, Gott sei Dank. Mann, ah. Ja, keine Fall. Alle Bedrohungen wo hat denn bitte einer überlebt? Alle Bedrohungen ausgeschaltet. Ich habe wirklich alle umgebracht. Was? Zwei haben gefehlt. Getötete Feinde. Zwei Stück haben gefehlt. Okay. Ey, wir haben 5 von 5 gefunden. Super. Freut mich. Aber wie ums Verrecken? Wo waren denn die zwei fehlenden Leute? Ich habe oben alle erledigt. Ich habe unten alle erledigt. Ich habe die zwei da in dem Haus erledigt. Wo soll da bitte einer noch gewesen sein? Naja, Rang A ist zwar kein S-Rang, reicht mir aber vollkommen. Ich habe endlich diese doofe Mission überlebt.
Und jetzt versuchen wir mal, keine Feinde zu töten.